Siegfried Fischbacher vom Zauberduo Siegfried und Treu. Dürfte sich noch ein letztes Mal von seinem geliebten Freund Treuhorn, 75, verabschieden. Knapp 12 Tage nachdem der weltberühmte Magier Treuhorn, 75, in die Mountain View Klinik in Las Vegas eingeliefert wurde, verlor er den Kampf gegen das heimtückische Coronavirus. Vergangene Woche hatte sein langjähriger Partner Siegfried Fischbacher, 80, noch gehofft, dass Roy die Krankheit besiegen würde. Denn das neu in den USA zugelassene Ebola-Mittel Remdesivir schien gut bei ihm anzuschlagen. Doch plötzlich verschlimmerte sich der Zustand des Zauberers. Als es zu Ende ging, haben ihn die Ärzte angerufen und in die Klinik geholt. Er dürfte in einem Astronautenanzug zu Roy auf die Intensivstation, erzählt Siegfrieds Schwester, die Nonne Dolore Fischbacher, 78, aus München, gegenüber der Bild-Zeitung. Roy konnte zwar seine Augen nicht mehr öffnen, aber Siegfried hat mir erzählt, dass ihm Roy mit den Fingern Zeichen gegeben hat, dass er ihn hört und spürt. Das ist ein großer Trost. Trotzdem war Siegfried nicht darauf vorbereitet, von seinem Lebenskomplizen Abschied zu nehmen. Siegfried Fischbacher hatte einen herzzerreißenden Abschied. Als ich ihn dann sah, durch die Glasscheibe, da habe ich gespürt, er möchte, dass es vorüber geht. Wir haben uns ein Leben lang ohne Worte verstanden. Also habe ich ihn in Gedanken gefragt: Roy, geht es dir gut? Da hat er mit dem Kopf genickt, verrät Siegfried gegenüber der Bild am Sonntag unter Tränen. Dann habe ich ihm Danke gesagt. Für das märchenhafte Leben, das wir uns zusammen aufgebaut haben. Am nächsten Morgen rief das Krankenhaus an, um Siegfried Fischbacher die traurige Nachricht mitzuteilen. Treuhorn ist am Freitag, 8. Mai, um 7.45 Uhr Ortszeit in der Mountain View Klinik an den Folgen von Covid-19 gestorben. Treuhorn gab seinem Freund Siegfried Fischbacher ein Zeichen. Laut Schwester Dolore musste Siegfried danach erst einmal in den Garten hinaus, um tief Luft zu holen. Nach 60 Jahren Freundschaft, vielen gemeinsamen Erlebnissen und einer unvergleichlichen Weltkarriere ist es für den Star-Magier hart, von nun an alleine durchs Leben gehen zu müssen. Ein weiterer Trost ist jetzt der Zehngarten, den Roy ihm noch zu seinem 81. Geburtstag am 13. Juni schenken wollte. Als Siegfried draußen stand, waren die Maler gerade mit dem Anstrich des Himmelstores fertig geworden, das Roy für den Eingang entworfen hatte. In diesem Moment kam es ihm vor wie ein Zeichen, so als ob Roy gewartet hätte, bis die Himmelspforte fertig ist und er dann einfach hindurchgehen kann. Nonne Dolore glaubt, dass Treuhorn im Paradies belohnt wird. Ich denke, Roy ist gut im Himmel angekommen. Er hat nie gejammert, wollte kein Mitleid, sondern immer nur Freude bereiten. Dafür wird er ganz sicher mit dem Paradies belohnt, glaubt Schwester Dolore, die wöchentlich mit den beiden telefoniert hatte. Auch Siegfried ist sich sicher, dass es seinem Roy jetzt besser geht. Er ist in Frieden gegangen, in eine Welt ohne Schmerzen. Und er ist immer noch bei mir, egal wohin ich mich drehe. Ich werde beim Abendessen weiterhin für ihn decken lassen, so wie es immer war. Ich bin nicht allein.